Folgende Aufgabe. Ich habe Sinus Alpha ist 0,8 und ich möchte alle Lösungen zwischen 0 und 2 Pi mit einer Skizze am Einheitskreis, also veranschaulichen, wie es geht. Also los geht's. Einheitskreis skizzieren. Gut. Und so 1, 1, x, y, 0,8, also ungefähr so. Es geht um die Skizze. Das heißt, der Winkel, den wir suchen, das ist hier so ein Alpha ungefähr. Und ich male mal blau, das ist der Sinus, ungefähr 0,8. Gut, eine Lösung bekomme ich jetzt mit dem Taschenrechner. Ich bin hier zwischen 0 und 2 Pi, also brauche ich Radbogenmaß. Ich will keine Grad, sondern Rad. Taschenrechner auf Rad schalten und immer wenn ich den Winkel will, muss ich Sinus hoch minus 1 einschalten. Also im Taschenrechner gebe ich ein Sinus hoch minus 1 von 0,8 und erhalte gerundet ungefähr 0,93. Ja, das ist schon mal ein Alpha. Das ist genau dieses da. Ja, hier, also das Bogenmaß, nicht der Winkel, sondern die Länge des Bogens entspricht dem Winkel. Und jetzt gibt es eben noch einen zweiten Winkel, ein zweites Alpha mit dem gleichen. Das ist hier drüben, hier ist auch 0,8. Und das ist dieser Winkel, Moment, nicht so zurück. Ich muss erst das einzeichnen. Da ist der Winkel, genau. Und hier ist es, ja, dieser Winkel. Und wenn das, so, wo bin ich? So, wenn das hier 0,93 ist, dann muss das auch 0,93 sein. Und das Ganze ist ja Pi. Ich kann es auch so machen, ich kann es teilen. Also 0,93 dividiert durch Pi ist 0,3. Dann kann ich sagen, Alpha 1 ist ungefähr, also ungefähr 0,3 Pi. Ja? So. Der ganze Winkel bis hierher ist Pi. Und davon müssen 0,3 Pi weg. Also ist Alpha 2 0,7 Pi. So. Bisschen Platz machen. Alpha 2 gleich Pi minus 0,3 Pi gleich 0,7 Pi. Für die, die es, also ich habe die zwei Lösungen. Für die, die es nicht verstanden haben, gern nochmal. Ach, so eine Bemerkung. Hier unten habe ich auch 0,8, aber das ist dann hier, ist es minus 0,8. Das heißt, dieser Winkel interessiert mich nicht. Genau, und für alle, die es zu schnell gegangen ist, einfach nochmal. Nochmal so. Also Skizze. Hier, das ist der Winkel. Das ist 0,3 Pi und ich habe hier so ein bisschen so ein Sinus und den habe ich hier nochmal. Und wie weit muss ich laufen? Ja, Fragezeichen. Ja, wenn ich alles laufe, dann habe ich Pi. Und das Blaue, ja, wenn ich nur das laufe, habe ich eben Pi minus 0,3 Pi ist 0,7 Pi.